Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind hier immer noch, wir waren letzte Folge noch da hinten. Ich bin hier ein bisschen untergekommen. Hier habe ich ja mein Zimmer gekauft, ne, in Sasau, also zum Übernachten. War ja auch ein bisschen teuer. Und ja, wir wollen von hier aus jetzt frisch gestärkt und erholt und allen drum und dran, wollen wir zum Lager von den Bösewichten. Wir sind jetzt einer von ihnen, also zumindest haben wir das Erkennungszeichen, diesen komischen Würfel. Und lasst uns mal überraschen, wie laufen wir denn am besten? Wir müssten... irgendwie hinten quer durch. Mal schauen. Weiß zwar noch nicht wie, aber wir lassen uns überraschen. Wir versuchen mal hier irgendwie eine Abzweigung zu finden, wo wir aus der Ortschaft rauskommen. Hier zum Beispiel. Und dann hier hinten so durch. Ui, Schojok, Schojok, Schojok. So, und dann irgendwie hier so querfett ein. Aber so richtig versteckt, ja. Also es hat doch keiner mitbekommen, dass die hier hinten irgendwo rumfleuchen und kreuchen. So, das wird hier, glaube ich, zu steil. Komm, das schaffst du. Jawohl. Das wird jetzt, glaube ich, schwieriger. Wobei, hier könnte es klappen. Und hier. Ja, die haben sich sehr gut versteckt, würde ich jetzt mal sagen. Das könnte es sein. Das hat keiner mitbekommen. Wir müssen gucken, wie wir hier reinkommen. Wow, guckt euch mal den Ausblick an hier. Der ist ja herrlich. Der ist wirklich herrlich. Nicht abhauen. So, mal gucken. Ob wir hier irgendwie dran vorbeikommen. Vermutlich ist das so eine Art Pfad hier. Ja, sieht gut aus. Dann werden wir wahrscheinlich rausfinden, wie der richtige Weg gewesen wäre, da reinzukommen. Haben sich aber hier gut verschanzt. Vranek, okay, guck doch mal, was die hier abgeholzt haben. Das muss doch jemand aufgefallen sein vorher. Hier ist... könnte zum Abbruch einer laufenden Quest... Hä? Welche laufende Quest haben wir denn noch? Ich wüsste jetzt nicht, was. Wir gucken mal, was abgebrochen wird, wenn wir das machen, ne? Also, ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Falls jetzt nämlich irgendwas wegbrechen sollte. Welche bricht jetzt ab? Was willst du? Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Den besonderen Würfel zeigen. Siehst du, das wüsste man nämlich sonst nicht. Ich bringe wichtige Kunde. Wir könnten die eigentlich überzeugen, aber lassen wir mal. Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranek, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung. Erik. Entschuldigung. Er sollte im Haus ganz oben sein. Ich habe aus Versehen rechte Maustaste gedrückt. Kinderspiel. Wollen wir wetten, dass das wieder... Nee, wir könnten noch. Wer bist du denn eigentlich? Du bist nur Bandit. Ich bin so hungrig, ich könnte meine Stiefel fressen. Ja, warum isst du nichts? Wahrscheinlich haben die so ein Problem mit Nahrungsmitteln beschaffen. Ja, ich lasse mich volllaufen. Was soll man hier sonst tun? Guck mal. Der Inner ist hungrig und dabei steht hier voll das fette Essen. Ich habe bisher nichts anderes gebraucht außer das. Bandit.
Eine Truhe. Ich rede mal mit einem hier. Wie bist du hier eigentlich gelandet? Ach, du weißt ja, wie es ist. Immer dieselbe Leier. Hab Scheiße gebaut und bin in die Wälder abgehauen. Wollte mich um jeden Preis durchschlagen. Und als ich hörte, dass sie anheuern, habe ich mich gemeldet. Geld stinkt nicht. Ach so. Okay. Sag mal, weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Mir egal. Wenn's heißt, es ist Zeit, dann ist es Zeit. Mehr muss ich nicht wissen. Okay. Aber frag ruhig die anderen. Nur würde ich nicht viel drauf geben, was die sagen. Alle wissen sie angeblich das Neueste. Dabei wissen sie einen Scheißdreck. Ist Eric hier irgendwo? Ich muss mit ihm sprechen. Du findest ihn oben im Hauptlager, in dem großen Haus. Seine Rüstung glänzt hell, ist kaum zu übersehen. Ja, die will ich haben. Na, wie läuft's? Wie immer. Stinklangweilig ist mir. Die Bezahlung ist gut, aber trotzdem scheiß langweilig. Wache schieben, pennen, Wache schieben. Sogar vom Saufen habe ich die Nase voll. Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was sich hier so tut? Nichts. Genau wie ich's mag. Ich werde fürs Rumsitzen bezahlt. Und selbst wenn sich mal was rührt, sieh dich um. Haben hier ein paar Dutzend Männer. Diese Bauernlümmel stampfen wir mit links ein, meinst du nicht? Okay, wenn er es meint. So, der ist schon ein bisschen besser organisiert. Scheiß Kopfweh. Du bist einer mit Namen, Bishek. Aber ich kann dich nur beklauen. Bäche voll Blut, eine blutige Flut. Ja, sehr schön. Da sitzt, glaube ich, auch einer mit Namen. Der sieht nicht so generisch aus. Ah, Bogen. Kannst du mich im Bogenschießen unterweisen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten, nach allem, was du getan hast? Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? War der irgendwo aus Versehen und ich habe ihn angeschossen? Ich bin mir jetzt erstmal gar keiner Diese Zelte sehen teuer aus. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Und guck mal an hier. Hier ist der Presser, okay? Fast wieder nüchtern. Hier ist ein... Verdammt, sie will nur das sind verflucht Kohle. Viele. Sie nimmt deine bestimmt Kohle, gute oder? 4 oder 5 Dutzend. Nö, meine Fresse, bei dir ist Topf nochmals verloren. Warte mal. Aber ich hab... Ach, ich hab... Doch, ich hab was. Wollen wir denn nicht die Leute hier ein bisschen... Konnte ich hier nicht gerade vergiften sagen oder so? Scheiße. Fast wieder nüchtern. Was kann ich denn im Topf geben? Ah. Ich könnte hier einen unbetannten. Ist der jetzt drin? Ja, ein unbekannter Trank ist drin. Wir sollten den natürlich dann nicht trinken, ne? Nur mal so nebenbei. Also essen. Und bevor du sie rausziehen kannst, hast nicht du nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Du hast nicht meine Axt noch nie schwingen sehen. Nicht das gut. Ist alles. Großer Unterschied. Das ist wirklich nicht gut. Vor allem guck mal, wie viele hier rumhängen. Das ist überhaupt nicht gut. So, ich versuch mal, falls wir hier, das war hinten war das, ne? Dass wir das Essen hier vergiften. Dieser unbekannte Trank, ich weiß nicht, was der macht. Schmeiß den einfach mal rein. Ja, Bishek, können wir nur bestehlen. Der war hier, ne? Nee. Doch da. So. Vielleicht haben sie dann irgendwie Durchfall oder so. Hm.
So, dann wollen wir mal hier nach oben gucken. Hier müssten die Kommandanten sein. Hier ist auch noch was. Warte mal. Nahrung. Was haben wir denn hier? Heilmittel, Katerbier? Nee, Retterschnaps, nee, Trank. Wir haben echt gar nichts. Konservierungsmittel, nee. Wir brauchen unbedingt Fliegenpilze, brauchen wir. Und Brennessel. Ah, warte mal. Ist. Pferd kann hier nicht hin, aber kann ich. Nee, ich kann das Inventar von Pferd hier nicht bedienen. Ah, das ist schade. Hier werde ich gesehen. Überall Dreck und Gestank. Zu Hause war's besser. Okay. Ich versuche mich mal. Oh, da kommt gerade einer. Jetzt wird's interessant. Es wird interessant. Ach, ich muss aber von der richtigen Seite ran. Ah, vergiss das. Okay. Oh. Ich glaube, das ist der, den wir suchen. Hier steht irgendwas mit benutzen. Ich kann nichts benutzen. Wow, wow, okay. Hier ist ein bisschen ruckelig. Hier oben. Okay. Setzen. Erik reden. Ja, warum auch nicht? Na denn, und Feuer frei. Was willst du? Ich bin. Oh, da war ein Schlüssel. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja. Ja. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Es geht. Ich bin kein Meister. Etwas Ahnung habe ich aber. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Der wollte aber gerade nicht. Geh einfach Hügel abwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Was wäre, wenn ich ihn dir klauen würde? Das wird nicht funktionieren, ich weiß. Das wird nicht funktionieren. Das muss irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt. Ich könnte jetzt hier. Ich frag lieber nicht. Sollte ich ihn irgendwann mal benötigen, habe ich ihn jetzt, ne? So, und er, der uns nicht ausbilden wollte, den werden wir jetzt einfach mal befragen. Was auch immer ich ihm angetan habe. Wahrscheinlich, weil ich ihn vermügelt habe oder so. So, mein Freund. Bist du Kampfmeister Vanjek? Ja, der bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Erik sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Koslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Okay. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Du hast mich in Skalitz im Schwertkampf unterrichtet. Warte. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir trafen uns beim Wirtshaus. Freut mich, dass du lebst. Und ich nahm die Beine in die Hand, noch bevor es losging. Also, dann zeig mal, was du kannst. Okay, puh. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Ja. Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Ich habe keine Ahnung, aber... Wo willst du hin? Hier, Spiel.
Hahaha, mein Freund. Ha! Das ging schnell. Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Ich sage Eric, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek hält's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Okay. Oh, ich bin Dabel von dir. Tja, ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst herumzufordern, ich hab's schon gelesen. Sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Okay. Dann stecken wir mal alles hier wieder ein. So, Visier wieder runter. So, können wir jetzt mit ihm sprechen? Von wegen, was wir ihm angetan haben? Ich weiß gar nicht, was wir ihm angetan haben. Was haben wir? Wir haben doch ganz normal mit ihm gekämpft damals. Kannst du mich im Bogenschießen unterweisen? Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten, nach allem, was du getan hast? Der hat aber auch ein Kurzzeitgedächtnis. Gut. Sie nimmt deine Kohle, oder? Wir sind alle feucht hier gerade. Ich brauche auf alle Fälle noch was wir in das Essen reinmischen. Ja, die haben alle nichts zu tun hier. Oh, schönes Pferd. Ja, kann ich aber nicht benutzen. Schade. Huch. Ich habe noch nichts gemacht. Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter. Oh oh. Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann heuerst du denn Ratzigs Leute an, Erik? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Hab ich recht, Bürschchen? Du Bastard! Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Autsch! Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Hä? Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Eric. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Was? Er ist dein Lehnsherr, Ratzig Kobilla. What? Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Aber sich in uns in Dienst genommen hat. Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Hat du was auch Schmied? Eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters. Welches mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Oh. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber
Andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten. Und ich werde da sein und zusehen. Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und der bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Ja, doch, doch, doch. Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt das so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih. Ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel dir mal ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Eric, komm mit, wir haben was zu erledigen. Das lief ja nicht ganz gut, aber ratzig, ist der Papi? Heinrich, Heinrich, wach auf! Hörst du mich? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Wer ist er denn? Hier, versuch zu trinken. Ich dachte schon, du warst nie auf. Woher kennst du meinen Namen? Erkennst du mich denn nicht mehr? Ach, den wir nur bestehen konnten. Was, Bischek? Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert. Sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Also willst du meine Hilfe oder nicht? Okay. Was willst du? Dich rausholen. Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Ishtvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. So, wo sind meine ganzen Sachen? Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten. Ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, den Vergangenheit zu lassen. Ach, er ist es. Er. Er. Ah, ich verstehe. Welche Gründe hast du wirklich? Ich musste erstmal den Faden spinnen. Sagen wir einfach, es ist was Persönliches. Deine Gründe sind mir allerlei. Ich glaube, dir nicht sagt mir die Wahrheit. Bist du etwa ein Feigling? Oh, komm hier. Sie gehen mich was an. Und ich glaube dir kein Wort. Ich weiß, du führst etwas im Schilde. Streng dich lieber etwas mehr an, sonst gehe ich mit dir nirgendwo hin. Gibt keinen Tag, an dem sich diese Mordbuben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich bin der Jüngste, also bin ich ihr Sklave. Hast dir das Leben als Bandit wohl anders vorgestellt, was? Mir kommen die Tränen. Aber du könntest alleine fliehen, also warum so besorgt um mich? Hör mal, ich will bloß ein normales Leben. Und dafür brauche ich Frieden und Kohle. Du musst hier raus und hast das Geld. Ich will nur einen Bruchteil von dem, was Ishtvan von Herrn Ratzig verlangt. Warum sollen wir uns also nicht gegenseitig helfen? Wieso haust du nicht selbst ab? Und dann was? Bin allein auf der Welt und ein Geächteter. Wie lang glaubst du, dauert's, bis ich am Galgen baumle? Muss mir etwas Kohle beschaffen, damit ich verschwinden kann. Hm. Wie willst du das anstellen? Na endlich.
Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein. Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld. Im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund. Okay. Was ist mit meinen Sachen? Die hat Eric. Wäre Selbstmord, die zu holen. Ich muss sie holen. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Okay, passt auf. Folgenpäuschen hier an der Stelle. In der nächsten Folge machen wir ja weiter und ich werde mir meine Sachen holen. Also irgendwie werde ich mir meine Sachen holen. Das geht nicht anders. Ich muss mir meine Sachen holen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und außerdem muss ich das hier gerade verkraften mit Herrn Ratzig und Papi. Und ja, bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.